Hallo Freunde Ägyptens und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Gänsehautfeeling bei Pharao, ein New Era hier bei den Jackie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind mit unserer Story vorangeschritten. In der letzten Folge haben wir die Stadt Nech an die Spitze der Dynastie getrieben und jetzt geht's weiter mit Men Nefer. Wenn ihr natürlich in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, bei uns auf dem Kanal Pharao oder andere richtig coole Nostalgiespiele oder Let's Play rein, die bei uns so laufen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr seid immer auf dem Laufenden. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum und gehen mal rein in die Geschichte. Die Folge heißt die Gründung einer Hauptstadt. Jetzt wird's endlich interessant. Oh, wir müssen sogar ein Monument bauen. Ich würde mal sagen, wir starten mal und mal schauen, was unser Ratgeber uns für schmutzige Geheimnisse aus seiner Karriere erzählt. Auf geht's. Nach langem Kampf hat König Aha sein Ziel erreicht und die beiden Königreiche Unter- und Oberägypten vereinigt. Nun hat er sich zum Pharao über ganz Ägypten ernannt. Als Zeichen seiner absoluten Souveränität und zur Festigung der ersten ägyptischen Dynastie hat Aha die Gründung einer imposanten Hauptstadt bei Men-Nefer angeordnet. Von hier aus will er seine aufstrebende Nation regieren. Da ihre Familie dem Land bereits seit vielen Generationen treue Dienste leistet, hat der Pharao sie als Architekten dieser herrlichen Stadt ausgewählt. Da die Hauptstadt das Symbol des Königreichs selbst ist, sollen die Bürger hier einen nie gekannten Lebensstandard genießen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie im Laufe der Zeit Handelsbeziehungen mit anderen Städten des Reichs aufnehmen und zumindest einem Teil der Bevölkerung bessere Bildungsmöglichkeiten eröffnen. Darüber hinaus müssen sie eine geweihte Masterbar für die Adligen der Stadt errichten. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Wir errichten eine Hauptstadt für unseren König. Der hat es geschafft, jetzt Ober- und Unterägypten zusammen vereinen. Und es wird eine harte Nummer. Er möchte nämlich, dass das die ultimative Stadt wird. Sahana plus Sand City. Und wir sollen auch Monumente bauen. Und unsere Bevölkerung mit Handel zum Wohlstand bringen. Also, das wird eine Hausnummer. Wir werden jetzt erstmal schauen. Neue Ufer des Nils. Beginnen Sie mit der Planung von Wohnungen und Industriegebieten. Inzwischen wissen Sie, was die Menschen zusätzlich zu den Grundbedürfnissen nach Nahrung und so weiter brauchen. Ja, das wissen wir. Da Sie in diesem Tutorial gelernt haben, wie Drillplätze funktionieren, können Sie in den Operationen zum globalen Arbeiten. Was? Was? Wie Drillplätze? Ich weiß gar nicht, wie Drillplätze funktionieren. Okay. Gut. Wir machen erstmal Pause. Pause. Dann schauen wir uns erstmal die ganze Map an. So, schauen wir mal. Und zwar wäre das ja eigentlich sinnvoll, die Stadt hier zu errichten, in dieser Ecke. Nah am Wasser. Arbeiterbereich machen wir hier drüben hin. Ja. Frage ist jetzt bloß, wie machen wir das? Am besten ist, wir fangen erstmal an und ziehen jetzt erstmal, ich würde mal sagen, unseren Grundriss. Zweierblöcken natürlich. Zack. Eins, zwei, drei. Kommen die Gottheiten hier in der Mitte? Dann haben wir doch schon mal Luft für den Anfang. So, die Stadtzubindung machen wir so. Dann haben wir das schon mal erledigt. Kriegen wir hier schon mal die ersten Einwohner rein? Definitiv. Hier könnten wir dann eine Zisterne am Rande hinbauen. Wegen der Wasserversorgung. Weil das könnte nachher ja ein bisschen kritisch werden. Und weil wir so cool sind, ziehen wir hier in der Mitte. Ja, halt, wir ziehen nicht in der Mitte eine Straße. Wir ziehen an den Enden eine Straße. Einmal so. Einmal so. So. Okay.
Wir gehen dann so mit der Stadt weiter, das ist klar, aber wir werden jetzt erstmal uns darum kümmern, hier so ein paar Kichererbsenfarmen hinzusetzen. So. Wir werden es wieder nur das so machen. Da kommen wir nicht raus. Hier kommen wir raus. Ah, so. So. Dann machen wir hier Zweitstraße hin. Um das Industriegebiet von dem Wohngebiet zu teilen. Dann werden wir hier das Industriegebiet hinsetzen. Eine Querstraße zwischen. So, wir sollen das ja vernünftig machen, hat er gesagt. Unser Pharao. Kumpel da. Erstmal Arbeiter. Das haben wir. Dann. Unsere Götters. Stellen wir hier zentral in der Mitte. Kann sich keiner beschweren, dass er keinen Zugang zu irgendeiner Gottheit hat. Jetzt wollte ich mal kurz was gucken, wegen dieser Heiligkeit-Geschichte hier. Wäre natürlich was, wenn wir das so hinsetzen. So, Feuer. Feuer haben wir ja auch immer so ein Problem hier. Rechts und links davon. Hier. Feuerwachen. Architektenbüros. Polizeibüros. Kein Arzt mehr hin. Schade eigentlich. Aber das geht nochmal anders. Ist ja kein Problem. So, dann hier eine Arztpraxis hin. Hier hinter eine Apotheke. So, dann die Straße nochmal kurz entfernen. Komplett. Setzen hier mal ganz schnell die Arztpraxis hin. Damit wir den Abstand haben. Arztpraxis. Den Weg hier so hin. So. 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 So, dann werden wir hier hinter ein Zweierfeld ziehen. Bei den Göttern durch. Dann werden wir hier Zibrun als Stern hinsetzen. Dass jeder Wasserversorgung hat in dem Bereich. Ne? Was kann ich die Zisterne hier setzen? Setzen wir doch lieber dahin. Gehst du ein bisschen weiter. Kannst du wieder weg. So, Bazar. Erstmal Play. So, dann Lagerung. Bazar. Die Bazare setzen wir zentral. Zwei Stück.
Dann werden wir da jetzt noch ein Dienstleistungsunternehmen, und zwar eine Apotheke, hinsetzen. Dann sollten wir eigentlich schon alles soweit haben. Dass es läuft. So. Lass mal kurz wieder wegreißen. Ziehen wir das so. Dass wir hier einen Garten zwischensetzen können. Dann hier oben die Arbeiterlager hin. Arbeiterlager, Arbeiterlager. Die sind ja hier. So, gleich ran an die Felder. So, und dann das Ganze jetzt in Schwung zu kriegen. Bumm. Ja, Einwohner machen wir erstmal nicht. Jetzt habe ich natürlich hier Einwohner hingesetzt. Das wollte ich ja gar nicht. So. Genau wie hier. Da sollten ja auch keine hin. So. Das ist das da? Wieso ist da ein Einwohner? So, und dann hier eine Straßensperre hin. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt geht es ja darum, wir müssen ja auch die ganze Geschichte hier versorgen mit Lebensmitteln. So, und damit die Kollegen nicht so weit flitzen müssen. Silo. Schade, das passt da nicht rein. Wäre cool gewesen. Setzen wir das Silo mal hier hin. Zwei Stück. Eins da, eins da. Oder setzen wir sie hier hin? Wir setzen sie hier hin. So, und ziehen hier nochmal Weg zwischen. So machen wir das. Das sieht doch schon mal ganz gut aus für den Anfang, muss ich mal sagen jetzt. Okay, dann beschleunigen wir das alles mal. Wir werden auch gleich die Nahrungsmittelproduktion hochziehen. Ey, Stimmung in der Stadt. Wie komme ich denn jetzt nicht raus? Shit, the fuck. Arbeitertechnisch müsst ihr sich langsam mal ein bisschen ranklotzen, Freunde. So kommen wir da ran. Okay. Dann läuft das jetzt schon mal. Wir kriegen Kichererbsen rein. Jetzt brauchen wir halt nur Nahrung. So, und Unterhaltung. Kleine Bühnen hier noch ein paar hin. Dann
dann sollten die sich eigentlich nicht beschweren können hier. Ah, Nahrungsmittel ist ein bisschen knappig. Aber der Bazar ist ja eigentlich in der Nähe. Kichererbsen? Nein. Alles nehmen. Max, nicht Maximum leeren. Nein. Maximum alles nehmen. So, okay, es läuft. Dann werden wir jetzt schon mal das kurz verlangsamen. Wir werden schon mal die erste Tongrube hier hinsetzen. Eine Abkürzung zum Feldbau. So, einmal verbinden. Passt. Sehr gut. Soweit ist es jetzt nicht zum Feld. So, die fangen nämlich jetzt auch an, dass die Töpfer waren haben wollen. Also, Töpferei. Erstmal so einen Strich ziehen. Dass wir hier notfalls noch mal Arbeiterlager hinkriegen. Falls wir welche brauchen sollten. So, dann Lagerung. Lager, da. Ja, wenn wir mit den Lagern mal hier anfangen. So. Nichts nehmen. Alles nehmen an Ton. Hier auch. Allgemein nichts nehmen. Und dann hier alles nehmen an Töpferwaren. So. Jetzt noch Töpfer war. Das machen wir. Sind bloß gerade keine Arbeit. So, wenn wir hier mal Töpfer rein hinstellen. Jetzt äußerst doof. So, Bazar. Töpfer rein da. So, Töpfer rein haben wir. Kein Geld mehr. Oh oh. Okay, jetzt müssen wir aufpassen und ein bisschen sparsamer sein. Werden jetzt erstmal anfangen, Gerstenfarm zu bauen. Ich werde jetzt mal Bier rankriegen hier. Bier ist immer gut. So, Kichererbsen. Wahrscheinlich brauchen wir dann noch mehr Arbeiterlager. So, und jetzt lassen wir laufen. Halt Lagerhäuser noch schnell bauen. Und dann müssen wir ein bisschen laufen lassen und mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt.
Ja. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir hier mal so ein bisschen Ordnung und Brandbekämpfung noch mal unterbringen sollten. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen, was wir bereuen. So, Warenlager. Maximum ein Bier nehmen. So, dann. Brauerei. So, dann müssten wir erstmal alles haben. Was fehlt euch noch? Töpferwaren. Ja. Bevor ihr jetzt hier anfangt mit, hier ist nicht schön genug. Wir gleich mal so investieren. So, und jetzt Kette laufen lassen. Wir müssten uns eigentlich jetzt noch mal darum kümmern, Dorfpalast zu bauen. Steuereintreiber zu platzieren. Hier kann er das Glück haben, umsonst wohnen zu können. So. So fährst du mit der Gerste nicht zum Lagerhaus? Arbeitskräfte? Na, die kommen jetzt. Hoffe ich. Was sagt der Aufseher? So. Es scheint zu laufen. Wir werden hier nochmal eine Abkürzung reinbauen. Dann sollten wir jetzt hier bald geräumige Gebäude haben. Es muss mit Bier versorgt werden. Bier. Bier kommt jetzt auch rein. Es läuft. Es läuft schon mal ganz gut mittlerweile. Das kriegen wir doch hin. Ja, es mangelt uns echt an Arbeitskräften. Sollten wir mal schauen. Da jetzt noch mal investieren. Ein paar reinholen hier. Was hast du für Komplexe? Aktivität des Gebietes. Das schöner gestalten.
was Schönes jetzt. Zack. Vier Gärtchen. Setzen wir hier mal ein bisschen Platz hin. Das müssen wir im Auge behalten. Wir kriegen auf jeden Fall Steuereinnahmen. Das ist schon mal eine Menge wert. Wir machen Plusgeld. Nicht viel, aber besser wie nix. Die Frage ist jetzt, was fehlt euch? Ja, die Bierproduktion ist echt zu wünschen über, ne? Gerste ist voll. Ja, ich muss mehr Bier produzieren. Aber mir fehlt es an Arbeitskräften. Es fehlt mir an Arbeitskräften. Was sagt der Aufseher? Brauerei. Hüpferer. Wo sind mehr Leute hin? Ach ja. Okay, jetzt haben wir, kriegen wir jetzt langsam richtig ernsthafte Probleme. Könnte an den Steuern liegen. Was sagt denn das Stimmungsbarometer? Hauptaufseher. Es gibt zu wenig Arbeit. Leute, wenn ihr arbeiten wollt, hier ist alles frei, ne? Also hier, ich weiß gar nicht, warum hier keiner drin ist. Verstehe ich nicht. Könnten viel mehr Bier produzieren, wenn ihr mal ein bisschen suspekter wärt der Situation. Auf jeden Fall wollen sie mehr Arbeit. Sollen sie kriegen. Das ist kein Problem für mich, hier Arbeitsplätze zu schaffen. Sage ich mal ganz einfach so, wie es ist. Wir brauchen... Nein, nicht Bazar. Knallen wir doch mal hier immer noch mal ein paar Brauereien jetzt hin. Schaut, ob die dann jetzt gleich anfangen zu keulen oder ob die nichts machen. Jetzt kriegen wir auch Bier. Jetzt kriegen wir auch Bier rein. Das ist schon mal eine Menge wert. Bier. Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Sehr gut. Okay. Nicht, was du für ein Problem hast, hier Arbeitskräfte ranzuziehen. Ich ganz ehrlich. Jetzt. Geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt kriegen wir Bier. Sehr schön. Was fehlt dir? Wenig Unterhaltung. Ist mir schon so eine Witzbirne. Kann doch gar nicht sein. So, Unterhaltung.
jetzt hier Unterhaltung? Was ist jetzt hier Unterhaltung? Dann wollen wir hier nochmal eine Jonglierschule hin? Will doch gelacht sein, ne? Kriegt ihr jetzt halt ein bisschen mehr Unterhaltung? Ah, eine Stadt fordert Ware. Okay, ich würde mal sagen, wir werden das jetzt gleich mal liefern. Dann ist zwar erstmal unser Bier weg, aber wir haben zumindest erstmal was erfüllt. So, was ist jetzt hier los? Aha, okay, wir brauchen Zugang zu einem Gericht. Jetzt wird's interessant. Wir brauchen Zugang zu einem Gerichtsgebäude. Das werden wir jetzt hier auch mal mit hinsetzen. Die alle so ein bisschen anzupeppen. Was habt ihr für ein Problem? Hier ist wieder die Attraktivität in der Gegend, das ist ein Problem. Aber das sollte für mich kein Problem. Das lassen wir jetzt auch erstmal so. Wir haben sowieso so viele Arbeitslose gerade. Dann lassen wir das mal so. Nicht, dass wir nachher noch das Problem... Ja, Königsreichwertung steigt. Da haben wir es doch. Oh, Dorfadliger Midway. Sie sind in der ägyptischen Bevölkerung beliebter geworden und ihre königliche Wertung ist gestiegen, bevor dann 800 einer in Bier nach Peru geschickt haben. Sehr gut. Sind wir halt, ne? Okay. Jetzt sollen wir eine Schreiberschule errichten. Jetzt wird's interessant. Schreiberschule. So, wir werden die Industrie jetzt nach hier hinwegziehen, weil anscheinend haben wir hier echt ein Problem, Gebäude zu kriegen. Jetzt schauen wir erstmal, was brauchen wir für eine Schreiberschule. Wir brauchen Schilfsammler. Schilfsammler. Ah, da. Hier eine Straße ziehen. Dann werden wir hier. Weil wir hier schon wieder keine Arbeiter drin haben. Aus erklärlichen Grund. Da will keiner drin arbeiten in dem Lagerhaus, oder? Aber eigentlich haben wir doch. Wir haben keine Arbeit damit. Das erklärt natürlich jetzt einiges. So, was ist denn hier unten los? Wenn wir das doch hier unten jetzt erstmal attraktiver machen. Ziegel! Pause! Wir müssen jetzt hier erstmal Platz machen. Also als allererstes werden wir jetzt erstmal hier Platz bauen. Die Gegend hier attraktiver zu gestalten. Die sich nicht mehr so aufspielen. So. Da Einwohner reinzukriegen. Parallel dazu ziehen wir hier oben. Reifen. Querweg durch. Wenn jetzt hier erstmal, weil wir ja anscheinend nicht Silo, ich will hier ein Bazar. Ich will hier erstmal ein Bazar. Dienstleistungen. Sei. Feuerwache. Architektenbüro. Apotheke. Arztpraxis. Zack. Dann. Und zieh erstmal ein paar Einwohner rein. So, Problem gelöst. Jetzt. Warenlagerprobleme haben wir. Und zwar brauchen wir erstmal ein Warenlager. So, das werden wir jetzt erstmal hier hinsetzen. Also zwar gleich ein zweites. Ja, das war mal was können. Bei diesem Warenlager nichts angenommen außer Ziegel. Maximum alles nehmen. Bei diesem Warenlager nichts angenommen außer Schilf. Maximum alles annehmen. So, bei diesem Warenlager nichts annehmen außer Papyrus. Maximum alles annehmen. Haben wir gemacht. So, jetzt ist es Step. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir die Produktion mit den Schilfsammelstellen hier in Gang kriegen. So,
Schilfsammelstellen haben wir gestellt. Dann werden wir natürlich, weil wir hier sonst gleich wieder ein Feuerproblemchen haben, hier erstmal nochmal zwei Feuerwachen hinstellen. Zwei Architektenbüros, weil wir ganz cool sind. Wir werden dann hier mit der Produktionskette weitergehen auf Papyrus-Werkstätten. So. Weil uns das ja schon seit längerem stört, der dann alles getrennt haben möchte, so ein bisschen Industrie, und hast du nicht gesehen? Ziehen wir jetzt hier erstmal Gärten durch. Lassen laufen. So. Jetzt müssten noch wieder Einwohner rankommen. Und zwar ausreichend. Die Arbeitslosigkeit ist hier mal bekämpfen können. Ich glaube, wir werden hier noch mal eine Pumperei brauchen. Hier keiner mehr rein oder was? Ja. Hat keiner Lust, hier zu arbeiten. Ja. Ganz toll. Hier ist noch so viel Platz für so viele Leute, aber es kommt keiner. Für einer? Zahlst du keine Steuern oder was? Okay, die Stimmung in der Stadt bessert sich. Das ist schon mal gut. Ah, da kommt einer. Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Kann nicht sein. Steh nicht so an. Lappen. Brauchen mehr Einwohner. Ich kann meine Aufträge nicht erfüllen. Also, werden wir das jetzt mal anders handhaben. Scheint, hat keiner Lust, hier irgendwie zu arbeiten. Also, wenn wir das mal anders handhaben jetzt. Weg. Müssen wir ein bisschen jetzt reduzieren anscheinend. Brauchen wir anscheinend auch nicht. Und so kriegen wir hier Arbeitskräfte. Hoffe ich. Da ziehen neue Leute ein. Oh, ich hab's gerade weggerissen. Scheiße. Ja, ja. Zieht alle ein! Zieht alle ein! Kommt alle zu uns! Schmeidig langsam. Bitten jetzt rein theoretisch gesehen. So, okay. Geld kommt rein. Thank you.
die Stimmung in der Stadt verschlechtert sich. Aufseher. Hauptaufseher. Stimmung. Leute sind böse, weil es zu wenig gibt. Scheint stimmt jetzt hier irgendwas gar nicht. Was läuft hier falsch bei uns? Es war gewaltig. Wir müssen, glaube ich, mal umplanen. Und zwar müssen wir in der Hinsicht umplanen, dass wir unser Warenlagersystem in die Richtung verlegen. Weil anscheinend haben wir Arbeitslose. Genug, aber keiner möchte arbeiten. So, also werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden unser Warenlagersystem jetzt nach hier verlegen. Ne? Zwar Warenlager. So, Warenlager da. Maximum Papyrus nehmen. So. Nichts nehmen. Schilf alles nehmen. Nichts nehmen. Maximum Bier. Nichts nehmen. Maximum Gerste. So. Okay, Leute. Eine Stadt fordert Ware. Gerste. Da ist natürlich jetzt ein Problem. Das könnten wir nicht kriegen. Ich habe in der Zwischenzeit, sage ich euch ernsthaft, mal ein bisschen weitergespielt. Und jetzt fordert die Stadt Gerste. Das ist natürlich so ein bisschen Mangelware bei uns hier, Gerste, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit hier schon mal eine Schreiberschule gebaut. Und habe hier angefangen, das Warenlager nach hier unten hinzupacken. Und jetzt haben wir Handel. Yeah, wir können handeln. Das ist schon mal geil. Dann gucken wir doch da gleich mal rein. Okay. Handeln. So. Gucken wir da mal rein. Okay, Handelsrouten. Die Weltkarte zeigt in der Lage, wie jede Stadt so weit und andere Städte in der Welt. Hier können Sie für Ihre Öffnung der Handelsroute und so weiter und so fort, weiß ich Bescheid. So, okay. Import und Export. Das muss ich darüber steuern, das weiß ich auch schon. Und dann kommen die Händler und bedienen sich. Das ist schon mal gut. So, wir können mit Payment handeln. Die verkaufen Ziegel. Menschen kauft Papyrus. Wir brauchen mehr Papyrus. Eindeutig, wir brauchen mehr Papyrus. Da werden wir jetzt auch gleich Hand anlegen und mehr Papyrus machen hier, ne? Das ist erstmal wichtig jetzt. So, Papyrus. Okay, oh, Dorfadliger Mitwehr, die Stadt Nechten hat beschlossen, dass der Umfang mit der Papyrus gehandelt wird, vermindert werden muss, da sie 800 einer Papyrus nicht nach Nechten geschickt haben. Fick dich doch ins Knie. Soll ich auch 800 Einheiten Papyrus nach Nechten schicken, wenn ich nichts hab? Ist das jetzt eigentlich eine Handel? Was ist das? Eine Landhandelsroute oder? Land. Okay, ich muss jetzt erstmal mehr Papyrus herstellen, definitiv.
Also Papyrus, 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 Papyrus. Kann man Straße rumziehen, wer was können? Jetzt sollen wir Ziegel importieren. So. Sieht denn das aus mit der Steuern? Die steigen das Geld. Das ist schon mal eine Menge wert. Papyrus kriege ich jetzt auch rein. Wertung sinkt. Okay. Warum kauft eigentlich keiner hier da irgendwo draußen Töpferwaren? Das würde mir viel Zeit ersparen. Eindeutig viel Zeit. Wie sieht denn das aus mit der Arbeitslosigkeit? 44 arbeitslos. So, wir könnten jetzt ja rein theoretisch gesehen Töpferwaren lassen wir noch füllen, aber das Tondings, wie viel Töpferwaren haben wir denn? 1, 2, 3. Wir werden mal ein Tonding wegreißen, weil das eindeutig zu viel wird. So, Brauereien haben wir 2, aber Gerste läuft noch nicht so richtig hier irgendwie. Das ist hier noch so sehr, sehr schlecht zu handhandeln. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, aber jetzt läuft das hier unten schon mal. Das ist schon mal gut. Dann werden wir jetzt mal die Handelsroute. Wie viel Papyrus habe ich denn? 1900 Papyrus. Pass auf, wir werden jetzt mal die Handelsroute erstellen. Echt? Bestätigen. So. Okay. Dann. Maximum alles. Dann müssten wir jetzt mal schauen, dass wir das jetzt mal hinkriegen hier mit dem Handeln. Aufseher des Handels. Also Import für Ware Ton, Import für Ware Töpferware, Papyrus, Exportverfügung. Exportiert über. Null. Passt. So, und Ziegel. Ah, da müssten wir hier wieder eine Handelsroute eröffnen, ne? Bestätigen. So, und dann kaufen wir hier mal ein paar Ziegel ein. Das war hier. Handelsaufseher. Und dann brauchen wir, rein theoretisch gesehen, Import für Ware Ziegel. Da. Import bis zu 800. So. Okay. Wir bringen alle Steuern. Auch. Vielleicht sollten wir den Steuersatz nicht erhöhen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Mal ein bisschen Geld reinholen jetzt hier. Okay, Gerste. Also, da kommt ein Händler. Oha, der kauft Papyrus. Alter Schwede, hat Papyrus Geld gemacht. Leute, das ist ja schwarzes Gold hier, Papyrus. Okay, jetzt können wir auch eine Baugilde bauen. Arbeiterlager. Jetzt geht das los. Jetzt kriegen wir hier Ton rein. Okay. Dann werden wir das alles hier hinsetzen, würde ich mal behaupten. Erstmal verlangsamen die ganze Geschichte. So, dann werden wir nämlich hier das jetzt erstmal alles entfernen. So, das Schilflagerhaus auch weg. Wir haben so viel Schilf, kein Mensch weiß wohin damit. Gerste ist nicht viel, aber immerhin besser wie nix.
Vielleicht sollten wir mal eine unserer Brauereien abreißen. Leichter, wenn wir eine Brauerei haben. Anscheinend. So, und dann schauen wir jetzt mal bei Monumente. Wir brauchen jetzt Maurergilde. Eins, zwei, drei. Habe ich gebaut. Brauchen wir Arbeiterlager wieder? Die können wir hier wieder hinsetzen. Okay. Platzieren Sie eine kleine Mazatab auf der Karte. Was ist das denn? Oh, guck mal. Weiß, was noch kommt. Könnten die hier ein bisschen abwärts Straße gesetzt. Oh, was Tolles. Oh, guck mal, hier so. Oder genau bei der Siedlung. Ist ja ein Monument. Wenn wir das hier hinsetzen. Ja, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen erstmal mal schick. Erstmal mal schick. Erstmal machen wir schick. Ah, beste Kacke hier. So. Erstmal machen wir Schicke. Gäste können wir nicht liefern. So. Moment. Dann setzen wir das hier hin. Okay. Sie haben das Ende des Tutorials erreicht. Jetzt sind Sie auf sich alleine gestellt. Um Menfens Maßstab fertigzustellen, achten Sie darauf, dass der Import und Export außergewöhnliche Waren berücksichtigt zu. Okay. Das ist ja Bescheid. Okay, Tutorial beendet. Wir sind richtig gut. So, dann lassen wir das jetzt mal so laufen. Und werden dann hier natürlich jetzt nochmal Verschönerungen vornehmen und diese Gärten hier setzen. Das ist ja, soll ja alles so ein bisschen abgeschnitten sein voneinander. Passt. Mal gucken, was da jetzt passiert. Machen die denn jetzt da? Und die planen erstmal das Gebiet anscheinend gerade. Beschleunigen wir das mal. Was kommt jetzt? Zacken sie da alles kaputt? Die Schachten aus. Interessant. Ach, guck mal, die bauen schon die ersten Klötze da jetzt hin. Könnten hier nochmal ein Monument hinbauen. Boah, Alter. Warten jetzt auf Steine anscheinend. Vielleicht alles flotter wird. Bauen jetzt Steine. Dafür liefern wir immer an. Vielleicht sollte ich den Export mal so ein bisschen im Handelsmuster erhöhen. Aufseher des Handels. Import nach Bedarf. Liefern die überhaupt noch oder haben die schon gekündigt? Haben noch, die haben noch Material.
Also die Stadt läuft bombastisch, Leute. Wirklich. Muss ich jetzt ja mal ehrlich sagen. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir dieses Monument gebaut haben. Gibt ja hier nochmal eine Straße umsetzen. So. Was will er denn? Königswertung sinkt. Das ist schlecht. Okay, die fahren das da jetzt hin. Ah, es kostet aber Ziegel, ey. Kauft hier gar keiner mehr Papyrus oder was? Okay, die können jetzt keine Ziegel mehr liefern. Die haben keinen Bedarf mehr an Papyrus. Wir werden jetzt den Aufseher des Handels mal holen. Werden die Ziegelei mal auf 300 begrenzen. Aus Geldgründen. Nicht, dass wir jetzt hier noch pleite gehen, kurz vor knapp. Dann dauert das halt mit dem Monument ein bisschen. So, beschleunigen wir mal. Was ist hier los? Nahrungsmittel? Aber eigentlich. Ihr könnt einen Markt hin wahrscheinlich. Dass das ein bisschen leichter erreichbar ist für die. Setzt die mal schnell einen Markt hin. So. So. Kann das sein, dass wir ein kleines Nahrungsmittelproblem haben? Oder pimmelt ihr nur wieder rum? Zu 50% fertig. Der Rest des Maßstabs benötigt weitere 7200 Ziegel. Boah. Sieht's aus auf der Weltkarte? Ihr liefert wieder. Sehr gut. Handelstyp, Aufseher Handel. Importiert nach Bedarf. Holt ran die Ziegel. Dass wir das fertig kriegen, das Ding. Das ist hier immer wichtig. Bisschen schneller laufen lassen hier. Zweiundsechzig Prozent. Es dauert wieder. So. Ja, gleich haben wir es geschafft. Gleich ist fertig. Komplizierte Angelegenheit, aber ein kleines Städtchen, was komplett funktioniert. Was will man mehr? Und 70%.
Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt haben sie wieder ein Problem mit Nahrungsmitteln. Das ist echt ein allgemeines Problem, was ich hier habe. Versorgung mit Nahrungsmitteln ist echt kompliziert in dem Spiel. So ein Jägerstand, das wäre es jetzt sowas. Könnte man hier losflitzen und könnte man das alles selber irgendwie handhaben. Aber ist nicht der Fall. So. Haben auch eigentlich alles soweit schick gemacht hier. Jetzt können wir hier schön die Pyramide hinsetzen. Oder was auch immer das darstellen soll. %87, gleich ist es fertig. Wir warten jetzt nur wieder auf Ziegel. Die sind ja da. Die sind da. Jetzt geht's los. Ziegel wieder hin. Wassertap ist fertig. Oh, Dorfanleger mit wieder. Der letzte Ziegelstein wurde gelegt und die Arbeiten am Wassertap sind nun abgeschlossen. Sehr schön. Ja, sehr geil. Jetzt haben wir hier so ein Ding stehen. So, wie sieht denn das aus mit Zielen? Wie sieht denn die Wertung aus? Aufseher. Hauptaufseher. Aufseher der Monumente. Finanzen. Okay, Aufseher des Wissens. Patienten. Perfekt. Sehr der Silos. Ja, das ist ein bisschen knapp. Aufseher der Wertung. Ein geräumiges Wohnhaus. Was ist das denn? Gewöhnliche Residenz. Zahnarzt? Der ist aber neu. Kann ich gar nicht bauen. Okay. Ja. Denke mal, es liegt an der allgemeinen Nahrungsmittelknappheit, die ich hier habe. Deswegen werden wir die jetzt mal bekämpfen. Auf meine Art und Weise. Und zwar werden wir noch mehr Kichererbsenfelder anlegen. Produktion zu steigern von Kichererbsen. So, die Gilde brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Gildendinger sind fertig, das Ding ist gebaut. So, Aufseher der Wertungen. So. Benötigt 5. Königliche Bewertung. Okay, da fehlt mir halt noch ein bisschen was. Räumige Wohnhäuser. Das heißt, wir brauchen mehr von dem Dingsabumster. So, aber Handel werden wir jetzt erstmal stoppen. Wir brauchen ja rein theoretisch gesehen keine Ziegel mehr. Hat sich noch einer neu getan hier, handelstechnisch? Gar nicht. Schauen wir nochmal nach. Keine Straßen, Maßstab, Architekt benötigt. Königreich,
Stadt fordert Ware. Da ist es doch. Gerste. Habe ich keine Gerste? Gerste habe ich jetzt mittlerweile. Gerste, Bier, ich habe alles. Ihr müsst nur fordern, Leute. Die Gebäude müssen steigen. Bescheidenes Haus. Bescheidenes Wohnhaus. Schreiberschulen fehlen mir hier. Ah, das erklärt natürlich jetzt alles. So, Schreiberschulen. Dann werden wir doch hier mal ein paar Schreiberschulen hinsetzen. Wo ist denn das Problem? Das wäre doch gelacht. Kriegen wir hier ein paar Schreiberschulen rein? Dann sollte es denen besser gehen. Gewöhnliche Residenz. Da haben wir sie. So, dann werden wir jetzt hier, was ist hier das Problem? Zu einem Gericht. Da fehlt der Zugang zu einem Gericht. Sollte jetzt auch nicht das Problem sein, hier nochmal ein Gerichtsgebäude hinzusetzen. So. Eigentlich müsste doch jetzt eigentlich alles haben. Auch nicht. Was fehlt euch denn? Oh, die sind doch nur am Jammern. Was, ihr wollt fressen? Und habt ihr nicht gesehen? Aber irgendwie jetzt hier so... Bumm. So. Töpferwaren. Liefern. Empfiehlt Zugang zur Wasserversorgung. So, ich muss mal kurz bei der Aufseherwertung gucken. Zwar 30. Was ist denn dieses geräumige Wohnhaus? Öffentliche Residenz? Geräumiges Wohnhaus. So. Was fehlt euch denn? Magistrat. Ein Zugang zu einem Gericht. Gott, wie viele Gerichte soll ich denn noch platzieren? Königsreichwertung steigt. Yeah! Sehr gut. Aha. So, was brauchst du? Nahrungsmittel. Ja, da kann ich nicht. Sind allgemein schlecht. Zugang zu einer lokalen religiösen Einrichtung. Da machen wir doch hier mal ein paar Tempels noch hin. Um die Wertung zu steigern. So, wir haben keine Arbeitslosen. Das ist schlecht. Aber wir könnten eiskalt auf die Kacke hauen, indem wir jetzt hier eine Zisterne hinsetzen. Was fehlt dir? Nahrungsmittel. Setzen wir da noch ein Bazar hin? Da
Dann holen wir uns hier nochmal ein paar Peoples ran. Es fängt da mit Unterhaltung oder was? Oh, ihr kotzt mich alle an. Ihr kotzt mich alle an. So, mal schauen, was sich da jetzt tut. Das muss doch jetzt mal zu bewältigen sein hier. Ja, Nahrungsmittel sind wieder eng, weil die Felder gerade überflutet sind. Jetzt laufen die los und machen das erst. Wertung. 30. Hol hier mal ein paar Plätze hin. Wir haben es ja. Point Flip. Die Wertung zu steigern. Ja, es ist echt ein Nahrungsmittelproblem, das ich habe allgemein. Vielleicht sollten wir hier mal ein Silo hinsetzen. Ansonsten läuft es ganz gut. Auch nur Arbeitskräfte. Und Essen. Leute, macht Essen. Macht schneller Essen. Wir brauchen Futter. Wir brauchen Futter. Futter für die Mutter. So, das knallen die jetzt erstmal da voll. Knallen das da voll. Ah, das läuft doch. Um Töpfer waren, Essen. Hier. Läuft. Jetzt geht's hoch, die Wertung. Schauen wir mal kurz. Oder auch nicht. Die Königreichwertung nicht hoch. Weil die mit der Nahrungsversorgung nicht nachkommen. Aber mit Gerste klappt's. Ich sehe noch mal ein Silo hin. Warte mal, wie sieht denn das eigentlich aus im Handelsbereich? Kann ich von irgendwem Futter kaufen? Feigen! Dann kaufen wir doch Feigen! Wo ist das Problem? Wer doch gelacht, dann setzen wir hier mal kurz ein Warenlager hin. So, nichts nehmen. Und hier werden nur Feigen genommen. Und hier auch nichts nehmen. Und hier werden auch nur Feigen genommen. So, dann Handel. Aufseher des Handels. Feigen. Import nach Bedarf. So. Schauen wir mal, ob das jetzt passt. Ob wir da jetzt dann schneller Futter rankriegen. Unsere Gläubigen.
Ist ja irgendwann mal kommen, der Handelstyp. Zumindest mal nicht verkehrt, wenn er jetzt mal langsam auflaufen würde hier. So, da haben wir Feigen. So, Feigen kommen. Jetzt steigen die auch alle. Guckt euch das mal an. Okay. Okay. So, wie sieht die Wertung aus? Fällt wieder. Ich kotze die Wand an. Wir haben eindeutig zu viele Mäuler zum Stopfen hier. Kann das sein? Ah, wir haben es geschafft. Perfekt, Freunde. Wir haben es geschafft und wir sind durch mit der Stadt Menefer. Das war eine ziemlich lange Folge. Ich habe da echt zu knabbern dran gehabt. Mal gucken, wie die nächsten Folgen werden oder wie wir das in Zukunft haben. Aber ich hätte gerne jede Stadt eine Folge. Denn dort, die Folge hat mal 3 Stunden. Scheißegal. Ist halt so. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, lasst bitte Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von Pharao The New Era bei uns verpasst wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.